So Leute, moin. Pupin Sergio, so heißt er. Ich will hoffen, dass ich das Italienisch richtig ausgesprochen habe. Wir haben die letzten Wochen mal mit Elisabeth und Peter telefoniert und die haben so einen Streuer, haben Kontakt aufgenommen mit den italienischen Fahrzeughersteller. Michi wird die Seite auch noch mit einblenden. Er baut viele Sachen, egal ob das ein Viehtransporter ist, ein Dreiecksanhänger, ein Kipper oder Plattform. Guckt da einfach mal rauf. Für unsere Verhältnisse, wie ich den jetzt Sonntag habe ich ihn abgeholt bei Peter und Elisabeth. Das war der erste Eindruck, massiv, stabil. Oben drauf gegangen, reingeguckt. Ihr seht es nachher auch im Video, wie er sich macht. Ja, Pupin Sergio, die bauen unterschiedliche Modelle als Einachser mit Tandemfahrwerk, hinten mit Streuteller. Die verschiedensten Varianten für unseren Betrieb, Shampoos zu verteilen, finden wir das geil. Mit dem Querförderband vorne dran. Dieser hat jetzt die Ausstattung, dass die Gelenkwelle eben die Streuwalzen antreibt. Und das heißt auch nur die Streuwalzen. Alles andere wird mit Öl gemacht. Und das gefällt uns natürlich Bombe. Die ganzen Schläuche mussten im Trecker rein. Wir haben jetzt hier einen super Trecker vor, der das auch hergibt. Von der Anschlüsse her. Und dann, was ich das Phänomen fand, wie ich wieder zu Hause war, dass Michi mir das alles eingestellt hat. Ihr kennt das schon aus anderen Videos, dass wir nur einen Knopf drücken. Er macht die Zapfwelle vorsichtig an. Die Steuergeräte mit der Zeitverzögerung, wann soll er sie anmachen. Ja, und jetzt seht ihr das auch im Video. Das Förderband fährt raus. Es fährt langsam an. Das Schiebeschild geht hoch hier. Der Kratzboden fängt dann an. Und so geht das alles Step by Step. Und ich glaube, wenn ich diesen Trecker jetzt nicht gehabt hätte und muss das alles einzeln aktivieren, du wirst irgendwann auch durcheinander kommen. Oder vergisst mal irgendwas. Oder fährst los und hast den Kratzboden gar nicht an. Geiles Ding, so eine Kiste. Wie gesagt, da sind Michi und ich uns auch einer Meinung. Einen hochmodernen Trecker muss im Betrieb haben. Ich finde das geil, der sowas hergibt. Ich könnte da jeden alten Teil draufsetzen jetzt. Der wird da so mit losfahren. Das geht Bombe. Allein schon stufenlos fahren. Zuerst kommt ein bisschen mehr raus, dann fährst du ein bisschen schneller. Du hast das so schnell raus. Eine 400 Meter Reihe einseitig fertig machen. Geil einfach. Ja, und er entleert sich natürlich auch schön bis zum Schluss. Du kannst dann wieder dein Knöpfchen drücken und es geht alles wieder zurück. Genau dasselbe. Und ich habe gestern Nachmittag, haben wir schon ein paar Touren weggefahren. Und dann sage ich zu Michi, ey, ich könnte die ganze Nacht durchfahren. Das geht super. Das geht edel. Auch die Lage, wie er überläuft. Ihr seht das hier auch. So eine schöne Bereifung auf und alles. Und guckt dir das ganze Material hier doch mal an. Stabil das Ganze. Heute Morgen waren wir auf einer anderen Hofstelle. Und da hatten wir so, ich sag mal, 56 Tonnen liegen. Und die haben wir mit 15 Wagen weggekriegt. Wie lange waren wir dabei? 2,5 Stunden. 2,5 Stunden, da haben wir den Kram auseinander. Also das fand ich eine Top-Leistung. Wirklich echt gut und auch normal entspannt gefahren. Wir können jetzt auch noch einmal rumgehen, Michi. Wollen wir noch einmal zur anderen Seite hingehen? Was ich hier auch schön finde, Leute, mit diesem Drehgelenk, kennt man auch von anderen Herstellern und eben Doppelweitwinkel. Das stört überhaupt nichts. Du hast deine Hydraulik eingestellt. Du kannst auch ein enges Wendemanöver machen. Und wenn du eng irgendwo um eine Ecke fährst, hast du ja nie die Gelenkwelle an. Meistens fährst du ja gerade in der Anlage, ne? So, komm, lass uns einmal rumgehen eben. Ja, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir immer nach rechts streuen, weil ja, körperlich magst du sowieso lieber nach rechts dich umgucken. Gefällt mir Bombe. Heute Morgen war die Scheibe noch ein bisschen beschlagen, dann kannst du auch mal eben die Heckscheibe kurz aufhaben, dass du das alles so siehst. Aber ich habe es schon gesagt, wenn du da ein paar Touren mehr weggefahren hast, du fühlst dich so sicher, so ordentlich. Also so eine Maschine, wie ihr hier jetzt seht, kann ich mir auch vorstellen im Verleih. Und da kannst du auch mit auf Lohn gehen. Die macht das wirklich ordentlich. Michi hat da ja auch Bilder von gemacht. Im Porn werdet ihr das auch sehen, was da für ein Streuwerk in ist. Dass das so sich so wegrundet und alles. Das kommt da auch geschmeidig raus. Er schmeißt auch nicht so Kluten oder irgendwas raus. Das finde ich richtig gut. Ja, was haben wir hier noch nachträglich gemacht? Jochen, Elisabeths Freund. Der hat sich mal eben ausgedacht, hier müssen noch ein paar Gerüstbohlen ran. Die Idee fand ich auch super von ihm. Man kriegt einen ordentlichen Hügel drauf. Die ersten Fuder haben wir nur gerade vollgeladen. Aber das kommt da so super durch. Das ist herrlich. Du kannst den rund voll machen. Keine Probleme. Pupin Sergio. Bauen ordentliche Fahrzeuge in Italien. Muss man wirklich sagen. Ja, was haben wir, was ich euch noch mal eben sagen will in Italien. Da sind die, glaube ich, von der Zulassung her ein bisschen anders. Da haben wir hier, soll ich die auch noch mal anmachen? Das Blitzmodul. Könnt ihr euch vorstellen? Gestern Abend, das sah ja auch geil aus, wenn du damit fährst und hast Licht an. Ja, das haben die da so, ne? Ich hatte heute natürlich den Vorteil, dass Michi mit dabei war beim Aufladen. Dann kannst du den Platz eben ein bisschen aufräumen und du schaffst 6 bis 7 Fuder so in eine Stunde, je nachdem wie weit du fahren musst. Das ist natürlich schön, wenn du nicht vom Trecker absteigen musst. Da ist schon gleich einer parat mit der Frontladerschaufel. Das ging ja echt Bombe, ne? Ja, und die Substanz, ihr seht das selber hier, so ein Tabak da durchfahren. Ja, Jochen,
Der hat das jetzt auch rausprobiert mit den anderen Streuern. Der hat auch mal gesagt, Mensch, du, ich lade da mal richtigen Mist auf. Und richtiger Mist kennt ihr ja auch. Der ist dann auch so ein bisschen fester. Also ohne Probleme macht er das auch. Also sie haben an Streuer für jeden Geldbeutel was dabei. Das ist natürlich klar, dass so wie dieser mit Querförderband, mit Tandemfahrwerk, das ist natürlich dann schon ein bisschen teurer. Aber sie fangen auch im kleineren Segment an, mit die Einachser, ganz normal, hinten zwei Streuteller, Walzen, Streuwerk drinne. Könnt ihr euch alles angucken auf der Internetseite Pupin Sergio. Ja, für Straßenfahrten gibt es auch ein Druckluftfahrwerk noch. Nee, ich hatte da mit Jochen drüber gestanden und er sagte, Druckluftanlage ist kein Problem, kannst du ankreuzen. Viele sagen sich, Mensch du, die haben die Höfe in einem Haus oder fahren nur in der Anlage. Das ist natürlich so. Aber würdet ihr jetzt mit den Gedanken spielen, so einen Streuer zu holen, dann würde ich doch die Druckluftanlage mitnehmen. Denn dann sagst du dir irgendwann, Mensch, der Bobby ist so stabil, dann will der Nachbar den haben. Und willst ihn doch mal im Verleih laufen lassen. Du bist auf der sicheren Seite, wenn er eine Bremse hat. Ne? Ganz klar, ja. Und auf der Straße kannst du ihn natürlich dann nicht so aufladen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch klar. Wenn das runterfällt, das geht natürlich nicht. Ne? Nee, das geht nicht. Das ist so. Da kannst du ihn nicht so voll wumsen. Aber wenn du das in einem Haus hast, in einer Hofstelle, dann ist das ja gar kein Problem. Und also, ich fand, muss ich euch noch eben erzählen. Heute Morgen hatte ich so einen kleinen Kluten da innen. Ne? So ein kleiner Stein, das konnte ich hören. Und dann sage ich zu Michi, Mensch, geh mal eben rauf. Ihr müsst euch vorstellen, das sieht gar nicht so hoch aus. Aber wenn du in dem Kasten drinnen stehst, du musst auch hoch und runter wieder. Da musste mein Michi sich schon richtig anstrengen. Dann sagt er zu mir, geh doch selber hoch. Schöner wäre, wenn hier ein Tritt ist. Ne? Also da könnte man noch ein bisschen mitdenken, dass du hier so ein paar Steigeisen hast. Sehr gute dass Idee. Dass du reingehen kannst und auch von drinnen dann auch wiederholt. Ne? Dass du auch runtergehen kannst. Das wäre nicht schlecht. Ne, das kann ja immer mal sein, dass du reingehen musst. Ja, und du kannst ja sogar das machen, so wie am Vorfluderschacht, dass du nur so einen Tritt hast. Ja, ja. Und genau. Eine Stange nach oben oder so. Eine Stange nach oben, dass du eben rauf kannst. Genau. Doch, nee, top Einwand. Diese Wand hier hochstellen, wir haben sie jetzt immer ganz auf. Du bist ja immer komplett aufgefahren. Ja. Ist auch schöner, das über den Kratzboden zu dosieren, ne? Ja. Die Menge und nicht über dieser Wand, ne? Also der Kratzboden, müsst ihr euch mal vorstellen, der läuft mit 13% Ölleistung nur. Wir hatten den erst auf 20, oh nee, das ist zu schnell. Und ich finde das einfach geil, wenn der Schlepper das hergibt, dass ich sowas machen kann. Kannst du aber, musst du ja auch am Steuer noch reduzieren können, ne? Ja, kannst du hier auch. Jochen sagte, hier hast du auch noch eine Einstellschraube für den Kratzboden. Hier ist so eine Kontermutter gegen. Genau, weil das ist ja wichtig, wenn jetzt einer mit seinem 270V kommt, der will ja nicht jedes Mal die Motorhaube aufmachen, ne? Ja. Da kannst du auch untere Motorhaube links, oder? Die Öllänge? Ja, oder kann man die auch noch anders einstellen? Nee, das ist nur untere Motorhaube. Aber dann stellst du auch alles ein, ne? Ja, dann hast du überall den Druck. Deswegen. Das ist natürlich schön an den neueren Trägern, dass du alles einzeln einstellen kannst, ne? Minus, ja. Plus kannst du auch noch jeweils einzeln einstellen. Also das ist wirklich eine geile Sache. Steuergeräte kann man nie genug haben am Träger, also da würde ich immer Ja ankreuzen. Ja, und ich habe da gestern mit Jochen auch noch über diskutiert, dass diese Anschlüsse, die beiden dicken, dass das auch noch mehr angenommen wird von den Herstellerfirmen. Und ich glaube auch so wie so ein Streuer oder sowas, dann hast du nur zwei dicke Schläuche, hast einen Pult in der Kabine, das wird kommen. Und bei den Spritzen, sagt die Jochen, ist das ja schon so. Die Spritze, die wir im Betrieb haben, die neuen, die haben das schon, dass sie da auch überlaufen können. Ja. Das finde ich toll, dass die Firmen da nachrücken. Nein, Leute, also so ein Streuer, wie massiv, wie ordentlich der gebaut ist. Wenn ich das sehe, die Funktion, wie gleichmäßig das ausschiebt, runtergeht, anläuft. Zum Beispiel hier, das habe ich euch vergessen. Diese kleinen Süßen, das finde ich gar nicht so scheiße auf diesen Gummiband. Da sind so Noppen auf, ne? Alle 40 cm. Das sieht man im Video auch. Hier ist es jetzt gerade so dunkel. Das finde ich total gut. Und wir haben jetzt ja schon echt was gemacht damit. Wir haben aber nie irgendwelche Verstopfungen oder sonst was gehabt. Gar nichts. Na? Natürlich, so einen Mischstreuer nachher sauber machen, wenn er richtig sauber sein soll, dann ist da ein Mann einen halben Tag bei. Bist du das richtig? Ja, wenn er richtig sauber sein soll, ja. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich würde sonst sagen, das wird langweilig hier, das Gelaber. Lass uns mal, Drohne geht leider nicht. Die habe ich neulich mal gecrashed. Wird aber bald wieder da sein. Ja. Die Teile sind noch nicht da. Deswegen können wir leider nicht in die Luft steigen, aber ich würde sagen, das kriegen wir auch so gut hin und versuchen wir unser Bestes. Genau. Gucken mal, was passiert, ne? Lasst euch überraschen, freut euch auf den Porn. Genau. Also wir finden das gut. Ich würde hier immer den neueren vorhängen, ich würde da nicht so einen alten Träger vorbauen. Klar geht das, aber du hast das einfach wirklich einfach. Wir zeigen das gleich auch nochmal. Ist absolut geil. Ja. Finde ich genial. Steuergeräte über Zeit, das ist eigentlich was Feines, ne? Es ist toll und ich...
Also ich musste mich hier auch erst fragen, wie was geht. Und das ist einfach, als jüngerer Mensch sitzt du da noch mehr. Und Michi hat das so schön zusammengestellt mit der Zeiteinstellung, wie das alles anfahren soll. Ich finde das genial. Wenn ich so eine Technik so nutzen kann, drücke auf einen Knopf und tschüss. Allein schon, ihr müsst euch das vorstellen, du bist am Vorgewende. Du kannst während der Fahrt auf den Knopf drücken, das geht aus. Und dann kannst du schon immer wieder Richtung Heimat fahren. Ja, aber auch beim Ansetzen. Wenn du kommst und du müsstest jetzt noch erst die Wand hochfahren, dann musst du dieses Förderband rausfahren, weil du willst das ja lieber, dass es auch wieder reinfährt. Nachher fährst du es am Baum Genau. Und all so eine Sachen, wenn du das alles noch dosieren willst, also beim Fahren, dann dauert das wesentlich länger. Also das holt schon Zeit raus. Das holt Zeit raus. Mit dem Förderband rausfahren finde ich eine geile Sache. Gerade wenn ich jetzt rein habe, heute Morgen habe ich das auf einer anderen Hofstelle gehabt, da willst du nur von einer Seite streuen, da sollte nicht zu viel ran. Dann fährst du ziemlich dicht dran und das Förderband ist schön weit raus. Aber dann kriegst du es genau mittig hin, dass es nach beiden Seiten hin abliegt. In der Reihe. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erzählt hast. Wir können das Band andersrum laufen lassen und dann auch zur anderen Seite streuen, ne? Ja, das können wir. Also das ist auch möglich. Das ist auch möglich. Aber du kannst das Förderband jetzt nach hier hin weiter ausschieben. Ich weiß nicht, ob man das oben bauen kann. So genau bin ich da nicht dran, ne? Weil du kannst es jetzt ja immer nur noch nach der rechten Seite, Fahrtrichtung rechts rausschieben. Ja. Wo ich große Vorteile sehe, weil wir das letztes Jahr eben schon mal ausprobiert haben, wenn jetzt so ein Streuer mit der Menge ihr euch vorstellt und der streut beidseitig. Ich persönlich, so sieht Michi das auch, finde das immer schöner, wenn ich auch so eine 400 Meter Reihe von einer Seite fertig kriege. Das finde ich einfach schöner. Ich habe nichts in der Fahrgasse liegen. Für beidseitig sind die Geräte einfach zu klein, ne? Ja, das ist zu klein, was du mitkriegst. Oder die Reihen sind zu lang. Genau. Ja. Oder die Fahrgassen zu schmal. Ja, ne? Irgendwas ist immer. Du, aber sonst... Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne bei Firma Wahlen melden, da kriegt ihr so ein Teil. Dieser hier ist nur ein Vorführer, der ist jetzt nicht im Verleih. Ich weiß nicht, wie sie sich das dann noch denken, ob sie noch doch noch irgendwie den Mut fassen und noch einen im Verleih laufen lassen. Ja. Muss ja auch mal eine Konkurrenz auf dem Markt. Aber ja, meldet euch bei Elisabeth, bei Peter oder bei Jochen. Bei Jochen. Ja. Der macht das auch wirklich gut, der hat das richtig super erklärt alles. Nein, ist wirklich toll. Finde ich auch schön, dass die Zusammenarbeit klappt wirklich Bombe. Das muss man wirklich sagen. Das auf jeden Fall. Ich würde sagen, jetzt ist aber auch mal genug mit Jetzt ist genug. Komm. Wir fangen an. Also, viel Spaß, Leute. Viel Wir sind Spaß. Wieder raus. Ciao. Ciao. So Leute, los geht's. Ihr seht schon, manche Steuergeräte sind über Zeit gesteuert. Da sind zum Beispiel einmal die Wand hier vom Streuer, die wir hochschieben. Das dauert 7 Sekunden, dann ist sie ganz oben, dann macht der Träger automatisch das Steuergerät wieder aus. Dann haben wir hier einmal noch das Seitenförderband, welches das am Baumrand schmeißt, den Schampost. Das muss natürlich auch ausgeschoben werden und das läuft auch über eine Zeit. Dann haben wir unseren Komforttipp hier beim Deutz, wo wir halt einfach verschiedene Sachen kombinieren können. Das Ganze habe ich gemacht, da haben wir auch schon ein extra Video zugedreht. Wer da noch mehr Interesse an hat, kann sich das gerne auch reinziehen. Ja, einmal hier noch wieder unterbrochen mit einem Tipp. Das heißt einfach, dass er jetzt mit einem Klick auf dieser Taste hier, wird er einmal den ganzen Prozess hier von vorne, was ihr eben gesehen habt, bis zu dem zweiten Tipp ausführen. Und wenn ich jetzt noch einmal wieder drücke, dann geht der Streuer aus, er fährt die Klappe wieder runter, macht den Kratzboden aus. Also das ganze Prozedere führt er dann genau entgegengesetzt aus. Also das ist wirklich eine schöne Erleichterung hier beim Deutz. Wir aktivieren das Ganze einfach mit der Aktivierungstaste hier und einmal den Komforttipp. Das heißt, beides gleichzeitig drücken. Dann wird das Grün hier oben im Display. Sobald ich jetzt hier einmal raufdrücke, wird der Steuer komplett selbstständig angehen. Und das Ganze wollen wir natürlich jetzt einmal ausprobieren. Ich drücke rauf. Ihr seht, das Seitenförderband, die Wand fährt hoch. Wir können losfahren. Natürlich müssen wir jetzt noch einen kleinen Moment warten. Damit das jetzt einmal gepresst wird nach vorne und schön rauskommt. Ist jetzt auch meine erste Tour, sonst hat Papa immer gefahren. Und jetzt bitte nicht wundern, wenn das ein bisschen unbeholfen aussieht. Ne?
Leute, jetzt sind wir gleich am Ende und jetzt können wir einfach wieder einmal tippen. Ihr seht, das Band schiebt ein, die Bank fährt runter, Zapfwelle geht aus. Also entspannter kann es doch nicht sein. Wir können das Ganze gerne auch noch einmal demonstrieren hier am Vorgewende. Ich tippe noch einmal rauf. Jetzt tippe ich wieder rauf. Und er führt das Ganze wieder aus.